Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die kürzliche Anpassung der Energieberatungsförderung. Nämlich wurde da ein bisschen was so runtergesetzt und wir wollen uns das mal genauer anschauen und werden hiermit auch eine Reihe von Beiträgen über die Energieberatung in Deutschland lostreten. Warum? Ne, auf dem Kanal geht es ja eigentlich eher um Energiewirtschaft, also so die Themen zwischen den Energieunternehmen, zwischen den verschiedenen Rollen, was da so passiert. Aber ich bin auch schon seit einer ganzen Weile Trainer zu den rechtlichen Grundlagen der Energieberatung bei einem der relativ wenigen akkreditierten Lehrgangsanbieter für die neue Energieberatungsausbildung, die seit 2023 ja neu strukturiert wurde, Qualität anheben soll und so weiter. Und weil ich in dem Themenkontext eh unterwegs bin, und weil Gebäudeenergiegesetz, Effizienzrichtlinien, Energieeffizienzgesetz und Co. ja auch eine ganze Menge Auswirkungen auf durchaus das Geschäftsmodell von Energieunternehmen, EVUs und so weiter haben, will ich das ganze Thema mal ein bisschen einordnen und hier auch natürlich Content für euch generieren. Also schauen wir erstmal grundsätzlich in den Beitrag. Das ist eine Pressemitteilung vom 5.8. beim Bundeswirtschafts-Klimaschutzministerium. Änderungen bei der Förderung von Energieberatungen. Und im Kern geht es darum, dass also ab dem 7. oder jetzt seit dem 7. August der Fördersatz für die Energieberatung selbst von 80% auf 50% des Beratungshonorars reduziert wird. Das ist einer der durchaus wichtigen Baubestandteile des Geschäftsmodells eines Energieberaters, nämlich die Förderfähigkeit seiner Beratung. Dabei geht es ganz oft in diesem Kontext um die Erstellung des individuellen Sanierungsfahrplans, der durchaus ein wichtiges Tool ist, um bei einer Liegenschaft, zum Beispiel einem Einfamilienhaus, über Jahre hinweg eine Roadmap schlussendlich aufzustellen, die die Sanierung, die energetische Verbesserung, einen Heizungstausch und so weiter einordnet, ab zum Beispiel auch den Bau von einer Photovoltaikanlage für den Betrieb einer Wärmepumpe zum Beispiel, und das eben dann mit bestimmten Auslösern verbindet, also nach 5 Jahren oder beim nächsten Ausfall der Heizungstechnik oder, wird Folgendes gemacht. Ne? Das ist der individuelle Sanierungsfahrplan. Der sorgt für bestimmte Zugriffe auf andere Fördergelder. Ne? Also wenn der ISFP dabei ist, kann man noch auf weitere Fördergelder zugreifen. Das ist dann etwas, was der Energieberater praktisch freischaltet durch seine Leistung. Und diese Leistung selbst, das Erstellen des individuellen Sanierungsfahrplans, die ist hier auch mit diesem förderfähigen Beratungshonorar gemeint. Ganz oft geht es darum, dass man diesen ISFP haben möchte als Endkunde, als Bauherr sozusagen. Und der Energieberater kann einem das erstellen. Und die Kosten wurden bisher bis zu 80% gefördert, jetzt eben nur noch zu 50%. Dass das so im Kontext dieses Sanierungsfahrplans und den damit verbundenen erweiterten Förderfähigkeiten steht, hat so ein bisschen für Verwirrung gesorgt. Es wurde dann auch angenommen, dass die erweiterte Förderfähigkeit ein bisschen eingeschränkt wurde, aber ist nicht der Fall. Es geht nur um das Beratungshonorar. Und das heißt am Ende des Tages, dass wenn diese Beratung, die Erstellung des Fahrplans, mega wertvoll ist, dann muss der Kunde halt 30% mehr bezahlen. Dann ist das halt so, aber dadurch kommt er ja auf weitere Fördergelder. Also das spart ihm trotzdem auf jeden Fall Geld. Und damit ist das Geschäftsmodell von Energieberatern nicht komplett irgendwie dahin. Ihr seht nämlich, ne, unverändert, gescrollt, hier ist die Maus, unverändert, also voll erhalten, bleibt nämlich der Bonus über den individuellen Sanierungsfahrplan, nämlich die Einzelmaßnahmen, die Gebäude-Einzelmaßnahmen, Dämmungsoptimierung, Fenstertausch, hydraulischer Abgleich der Heizungstechnik und so weiter, dass hier also von 15% auf 20% immer noch die Förderfähigkeit der gesamten Bruttoausgaben bleibt, inklusive dass bei der einzelnen Wohneinheit nicht nur 30.000, sondern sogar 60.000 Euro förderfähig sind. Also dieser Sprung von 15% auf 20% plus der Sprung von 30.000 auf 60.000 Euro absolute Ausgaben, das wird durch den individuellen Sanierungsfahrplan freigeschalten. Ja, und das ist unberührt. Und diese Einsparung hier, oder sagen wir mal am Ende ja doch, dieses Fördergeld und damit Einsparung von Kosten, die man selbst tragen muss, ist immer noch so groß, dass der verringerte Fördersatz des Beratungshonorars dann nicht so schwer wiegt.
Schlussendlich, wenn man das Ganze jetzt machen möchte, ihr wisst sicherlich, ein Bauherr kann viele Förderanträge auch selbst stellen. Ne? Förderung kann ja mal ein Kredit sein, ein Zuschuss oder eben eine Honorarförderung zum Beispiel. Also verschiedene Wege, über die eine Förderung stattfinden könnte. Und der Energieberater soll praktisch hier an manchen Stellen so eine Art einer qualifizierten Förderantrag eben sicherstellen, indem er mit involviert ist. Weil an sich, ein Kunde kann natürlich selbst eine Förderung beantragen, aber der kennt sich halt nicht aus. Oder der ist nur an sein eigenes Interesse orientiert. Ein Energieberater würde mit qualifiziertem Blick nochmal drüber schauen und eben das Bestmögliche beantragen. Das ist so der schlussendliche Grund, warum man auf jeden Fall die qualifizierten Berater mit dabei haben möchte. Und wenn man dann auf die Seite vom BAFA geht, ne, das ist dann das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, was die ganze Energieberatung und auch das Energieauditing und so weiter organisiert, da steht dann hier eben ganz aktuell, dass es einerseits ein technisches Problem gab, rund um den 6. August. Und deswegen Anträge durchaus nochmal gestellt werden sollten. Und hier drunter steht dann, außerdem übrigens ab dem 7. August haben wir dann eben diese Förderungseinschränkung beim Beratungshonorar von 80% auf 50%. Jetzt also nicht ganz tragisch. Wer jetzt Anträge stellen will, muss wissen, da hat sich das Formular nochmal geändert. Bis vor einiger Zeit konnte man hier im so einem allgemeinen älteren, ich sag mal Windows 98 Formular, die Daten eintragen. Jetzt wird ausschließlich das BAFA-Portal verwendet. Man registriert sich da einmal, wie auf jedem anderen Portal. Und dann wird man da durch so eine Eingabemaske geführt und kann da die Daten eingeben. Dabei ist dann hier eben immer auch die Nummer des Energieberaters notwendig. Der hat nämlich eine Energieeffizienz-Experten-Listennummer. Und die ist dann dafür da, um sicherzustellen, dass eben dieser qualifizierte Berater nochmal drüber schaut. Wir sehen dann hier, was eigentlich diese 50% bedeuten. Bei dem Einfamilien- oder Zweifamilienhaus, also Doppelhaushälfte, würden maximal 650 Euro gefördert werden und diese 650 Euro entsprechen dann praktisch 50% des förderfähigen Beratungshonorars. Wenn also die Beratung 1.300 Euro kostet, würden 50% entsprechend genau diese 650 Euro absoluter Kosten sein und dann passt das an der Stelle. Wenn die Beratung meinetwegen nur 1.000 Euro kostet, dann sind 50% natürlich nur 500, ne? Liegt drunter, also werden 500 Euro gefördert. Wenn die Beratung 2.000 Euro kostet, wären 50% ja eigentlich mehr, 1.000, aber es werden ja nur maximal 650 gefördert, also bleiben wir dann bei 650. Na, also nach unten hin greifen dann 50%, nach oben hin sind wir gedeckelt mit diesem Betrag. Und das würde bei Mehrfamilienhäusern, ne, sogar auf 850 gehen. Das heißt, da könnte der ISFP mit 1.700 Euro eingepreist werden, zum Beispiel, dann würde das genau passen. Und wenn es eine Wohnungseigentümergemeinschaft ist, dann würden nochmal zusätzlich hier 250 Euro in Frage kommen, wenn im Rahmen einer Eigentümerversammlung das Ganze auch nochmal vorgestellt wird. So, das sind so die Förderregularien bei der Energieberatung. In dem Kontext, der Betrag war vorher natürlich höher. Ne? Wir waren also hier bei 1.300 und 1.700 und hier mit 80%. Das heißt, da wurde also deutlich mehr Geld dann auch zur Verfügung gestellt. Das ist jetzt hier eingeschränkt, klar. Wenn man dann sich hier durchklickt durch Antragsformular und den Prozess als solchen, da, dann sehen wir dann an der einen oder anderen Stelle, müssen wir also den Energieeffizienzexperten mit ranholen. Das ist der Energieberater schlussendlich für viele dieser Themen. Man kann an der einen oder anderen Stelle Fördermittel auch durch einen qualifizierten Fachbetrieb mitorganisieren. Da geht es auch dann meistens mehr direkt um den Heizungstausch, also tatsächlich die Heizungstechnologie, die dann vom Fachunternehmen getauscht wird. Da kann das Fachunternehmen selbst auf Fördermittel zugreifen. Bei den ganzen anderen Themen hier in den Einzelmaßnahmen wie Gebäudehülle und Co. ist es immer dieser Energieeffizienzexperte. Und der ist dann auf der Seite energieeffizienzexperten.de geführt, ne, Triple E. Da haben wir hier eine Seite, ein Portal, was von der DENA organisiert wird, Deutsche Energieagentur, ist ja auch öffentlich-rechtlich. Und diese DENA übernimmt praktisch vom BAFA gemonitort verschiedene Aufgaben rund um die Energieberatung, rund um die Förderung und hostet hier unter anderem eben diese Seite energieeffizienzexperten.de. Und da kann ich jetzt also als Endkunde, als Bauherr, hier meine Region eingeben,
wie viel Umkreis und dann suche ich und bekomme Leute heraus, die dann eben qualifiziert sind, zum Beispiel für diese Energieberatungsförderung, für Neubauförderungen bei der KfW, die qualifiziert sind, auch ein Energieaudit für Energieunternehmen, für große Unternehmen zu machen oder eben andere Aufgaben. Ne? Da werden verschiedene Qualifikationen jeweils nachgewiesen vom Energieberater oder der Fachperson und dann wird hier eben dargestellt bei der Suche, ja, der Kollege in deinem Umkreis, der kann das halt. Und der Nächste kann vielleicht was anderes. Und auf diese Weise kommt man dann eben da in die Richtung, hier dann auch die entsprechend förderfähigen Gelder noch organisieren zu können. Tja, das Ganze hat natürlich einen gewissen Anteil am, naja, großen ganzen Ziel des Klimaschutzes, Treibhausgasneutralität, Energiewende und Co. Warum? Wir müssen uns das ja so vorstellen, dass wir auf Europaebene insgesamt uns ja mal Ziele gesetzt haben, Klimaschutzziele. Wir wollen bis Jahr X so und so viel CO2-Ausstoß einsparen, so und so viel erneuerbaren Anteil haben an der einen oder anderen Stelle. Wir wissen, dass wir bei Strom hier schon relativ weit sind. Ne? Erneuerbarer Strom hat einen großen Anteil, aber bei der Gesamtenergie, also Wärme- und Verkehrssektor, sind wir immer noch weit, weit, weit am Anfang. Und dementsprechend müssen wir da natürlich jetzt auch optimieren. Wir müssen entweder unnötigen Energieeinsatz einsparen, also Energieeffizienz herbeiführen. Und die Energie, die wir trotzdem noch verbrauchen oder verwenden, die müssen wir eben möglichst erneuerbar gestalten. Und damit wir das als großes Gesamtziel dann auch entsprechend erreichen, veröffentlicht man dann als Europäische Union, als EU, zum Beispiel Richtlinien für bestimmte Themengebiete, in denen gesagt wird, wir haben einen gewissen Standard. Eine Richtlinie ist kein Gesetz, aber es ist eine Gesetzesvorlage praktisch, die dann im jeweiligen Land, also den Mitgliedstaaten der EU, in ein eigenes Gesetz übergehen muss. So haben wir zum Beispiel auf der Europaebene die EU-Gebäudeeffizienzrichtlinie, EPBD. Die übersetzt sich dann in Deutschland ins GEG, Gebäudeenergiegesetz. Wir haben auf Europa die Energieeffizienzrichtlinie, die übersetzt sich in das Energieeffizienzgesetz, ENEFG. Und dementsprechend haben wir also europäische Ziele, europäische Richtlinie, damit Gesetzgebungsvorlage. Dann haben wir entsprechend deutsche Ziele und ein deutsches Gesetz, GEG, Energieeffizienzgesetz und so weiter. Auch das EEG, da haben wir dann auf der Europaebene das RED 3, ne, Renewables Energy Directive, und dementsprechend in den nächsten Jahren eine Anpassung für das Erneuerbare Energiengesetz. Ne, das hängt ja alles schön zusammen. Und damit haben wir dann die Grundlage, auch in Deutschland Dinge zu tun, ne, indem wir Gesetze haben und dann zum Beispiel hier Fördergeldmaßnahmen, dann triggern wir an, dass wir eben genau in diesen Bereichen wie Verkehr und Wärme, wo wir unbedingt was machen müssen, jetzt eben auch was machen können. Bei unserem konkreten Beispiel mit den Energieberatern natürlich der Wärmesektor, weil beim Haushaltssegment muss auf jeden Fall auch Energie weiter effizient nur verbraucht werden. Und da kann man sicherlich noch einiges einsparen. Und im Nichtwohngebäudebereich genauso gut. Ne? Da haben wir dann zum Beispiel das Energieeffizienzgesetz, was da auch verschiedene Dinge mit vorschreibt. Naja, und so ist es ja ganz interessant und ein großes Ganzes und Gemeinsames. Und damit man eben diese Ziele erreicht, wird auch Fördergeld zur Verfügung gestellt. So hängt das Ganze zusammen. Ich werde dementsprechend auch in weiteren Videos dieser Reihe dann mal so dieses große Ganze weiter auseinandernehmen, mal diese EU-Ebene anschauen mit den Richtlinien und wie die sich dann übersetzen in deutsche Gesetze. Und dann eben zum Beispiel, na, was macht man im Nichtwohngebäudebereich? Was macht das Energieeffizienzgesetz? Wir haben es, glaube ich, mal erwähnt, dass es da um zum Beispiel auch den Energieeffizienzmaßnahmenplan geht, der dann nun die Ergebnisse von Energieaudits tatsächlich verpflichtend umsetzen lässt. Das hatten wir früher ja nicht. Ein Energieaudit wurde alle 4 Jahre gemacht und dann halt in die Schublade getan, der Bericht davon. Man muss es nicht umsetzen. Jetzt muss man es umsetzen, wenn man mehr als 2,5 Gigawattstunden Jahresverbrauch hat als Industrieunternehmen. Und alle ab 7,5 Gigawattstunden müssen zum Beispiel ein Energiemanagement- oder Umweltmanagementsystem einführen, wo man dann auch dauerhaft so einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess hat. Also wichtige Rahmenbedingungen, die tatsächlich hier auch was vorantreiben werden. Und zum Beispiel Rechenzentren wurden im letzten Energieeffizienzgesetz auch nochmal ganz besonders angesprochen. Die müssen zum Beispiel auch so ein Transparenzregister führen über ihren Energieverbrauch oder ihre energetischen Eigenschaften im Rechenzentrum selbst. Also super interessant. Ja, und dann können wir uns sicherlich so ein paar andere Fördersätze noch anschauen. Wir können auch mal in den individuellen Sanierungsfahrplan schauen, was da so drinstehen muss oder soll anhand so der Idee und der Gesetzgebung
Energieausweis und Co. Also so ein paar wichtige Aspekte in diesem ganzen Kontext gucken wir uns jetzt sicherlich mal in einer Videoreihe an. Aber keine Sorge für die Energiewirtschaftler unter euch. Wir werden uns natürlich in den nächsten Monaten extrem viel mit Marktkommunikation auseinandersetzen, weil wir natürlich immer noch unseren 24-Stunden-Lieferantenwechsel vor uns haben. Es wurden schon wieder weitere Konsultationen von Formaten veröffentlicht. Ich werde auch selbst verrückt. Es hört ja nicht auf. Im Smart Metering bewegt sich was. Ne? Wir bekommen die Steuerbox für die CLS-Geschichten rundum. Auch Wärmepumpen, ne? Da schließt sich das Ganze wieder zusammen. Die Wärmepumpe, die wir über die Energieberatung zum Beispiel hier dann unbedingt einbauen lassen wollen, die muss dann eben auch steuerbar sein, wenn sie größer als 4,2 Kilowatt Leistung hat, ne? Und dieses Jahr eingebaut wurde. Also, tja, spannende Entwicklung und spannende Themen und wir werden uns das hier auf dem Kanal natürlich auch weiter anschauen. Habt ihr grundsätzlich Fragen zum Thema Energieberatung und dieses ganze Konglomerat, dann gerne unten in die Kommentare schreiben und ansonsten immer like das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst und dann wie immer bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.